Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder im schönen Tamriel und ich sage es tatsächlich irgendwie jedes Mal. Wir befinden uns in Eldenwards gerade und wir haben die Sache noch nicht abgeschlossen, die wir beim letzten Mal begonnen haben. Dazu werden wir uns jetzt dem nächsten Teil widmen, wenn ich den denn anvisieren kann. Bitte ignoriert Prinz Nemon. Der Verrat von Botschafterin Tarinwe hat uns alle schockiert. Aber das ist unerheblich. Das Planetarium muss fehlerlos für die Königin funktionieren. Dafür werden wir sorgen. Was wisst ihr über das Planetarium? Genug, um hier zu helfen. Das Planetarium funktioniert schon seit Ewigkeiten nicht mehr so, wie es sollte. Wir hatten vor, einen recht empfindlichen Zauber einzusetzen, um es mit einem kleinen Trick wieder in Gang zu bringen. Aber wenn Prinz Nämon glaubt, dass wir es mit Sabotage zu tun haben, dann müssen wir eine alternative Methode finden. Was für eine alternative Methode? Nun, wir orientieren uns an der Vergangenheit. Der Legende zufolge brauchte das Planetarium einen erfahrenen Bediener, eine aileidische Energiequelle und einen göttlichen Funken, um zu funktionieren. Ohne alle drei wird es nichts anderes machen, als sich nur zu drehen. Ziemlich hübsch, aber nicht besonders nützlich. Wer kann das Planetarium bedienen? Konservatorin Daranit unterhält das Planetarium und hat die aileidischen Überwachungsrituale studiert. Leider wurde sie aus persönlichen Gründen nach Südspitz gerufen. Wenn ihr sie finden und zur Rückkehr überreden könnt, haben wir unsere Bedienerin. Erklärt mir, was ihr mit einem göttlichen Funken meint. Ich habe das ein wenig untersucht. Man muss wirklich an drei Orten gleichzeitig sein. Einfach, nicht wahr? Aber die Falinesti Winterstätte soll ein Relikt des kaschitischen Diebesgotts beinhalten. Für unsere Zwecke wird Rajins Umhang als göttlicher Funke dienen. Natürlich nur, wenn er wirklich da ist. Wo kann ich eine aleidische Energiequelle finden? Laut diesen Texten erweckte das Herz von Anomariel das Planetarium zum Leben. Es ging vor langer Zeit verloren. Ein Mitglied der örtlichen Magiergilde, Lara Nalda, hat jedoch die Theorie, dass es sich in einer Aileiden-Ruine befindet. Sie ist gerade im Reliquiar der Sterne und sucht nach dem Herzen von Anomariel. In Ordnung. Ich weiß, wonach ich zu suchen habe. Wunderbar. Schickt alles, was ihr findet, direkt zum Planetarium. Sobald alles an Ort und Stelle ist, können wir mit der Bestätigungszeremonie beginnen. Und hört auf damit, Konservatorin Daranit als ein fehlendes Element zu bezeichnen. Wann soll ich das denn jemals getan haben? Aber gut, ich gelobe Besserung, wie auch immer. So, also wir haben jetzt drei Aufgaben bekommen. Ich laufe jetzt erstmal hier wieder komplett raus. Das heißt, dass wir unsere Aufgaben allerdings auch in drei verschiedene, in drei verschiedene Videos aufteilen müssen. Ich meine nämlich, dass das auch an drei verschiedenen Orten war. Also zwei auf jeden Fall. Ich schaue nochmal eben nach, vorsichtshalber. Genau, zwei hatte mir jetzt hier angezeigt. Einmal hier oben, wo wir Rajins Umhang finden sollen. Und dann die Konservatorin. Ja, dann haben wir tatsächlich wirklich... Achso, wir können hier schon rein. Dann haben wir tatsächlich nur zwei Sachen, die wir machen müssen. Ich habe natürlich überhaupt gar keinen Wegschein hier. Ich hatte nur den zentralen Wegschein. Das heißt, ich werde mich, würde ich sagen, als erstes mal hier unten nach Südspitz aufmachen. Und dann sehe ich euch gleich wieder, wenn ich dort angekommen bin. Ja, und wir sind jetzt gerade am Zielort angekommen. Und da kam mir die junge Dame hier hinter mir gerade entgegengelaufen, dass wir in großer Gefahr schweben. Und ich weiß anhand dieses, ich meine, ich weiß es auch so, aber ihr könnt es sehen anhand dieses Zeichens oben drüber, dass sie mit der Hauptstory zu tun hat. Südspitz ist zurzeit tabu. Für eure eigene Sicherheit müsst ihr zurückbleiben. Was ist geschehen? Die Bürger von Südspitz töten einander in den Straßen. Es ist, so etwas habe ich noch nie gesehen. Hauptmann Elontor könnte Hilfe bei der Evakuierung der Überlebenden brauchen. Ihr werdet ihn an der Straße vor der Stadt finden. Ich werde mit euren Hauptmann sprechen. So, hier rechts ist dann noch eine Quest, die ihr hier theoretisch machen könnt. Moment, war da gerade ein Buch? Ja. Kehrt um, Bürgerin.
Südspitz ist... Ich weiß nicht, wie ich es genau nennen soll. Was ist geschehen? Ich habe drei meiner besten Späher nach Südspitz hineingeschickt, um diese Frage zu beantworten. Doch keiner kam wieder raus. Bis ich um ihr Schicksal weiß, kann ich keine Verstärkung anfordern. Doch ich schicke niemanden mehr hinein, bis ich weiß, was mit den Spähern geschehen ist. Ihr versteht also sicherlich, in welcher Klemme ich stecke. Was wäre, wenn ich eure Späher suchen würde? Ich halte euch da sicher nicht auf. Eine Bürgerin aus Südspitz hat ebenfalls angeboten, bei der Suche nach den Spähern zu helfen. Aber sie erschien mir etwas exzentrisch. Vielleicht hat sie noch mehr zu bieten als nur beunruhigende Theorien. Ich werde mit ihr sprechen. Ihr solltet wissen, dass Daranet irgendeine Art von gehobener Position in Eldenwurz innehat. Sie scheint zu glauben, dass ihr Ruf vorauseilt. Es besteht keine Notwendigkeit, ihr gleich den Saum der Robe zu küssen, aber sie ist ziemlich empfindlich, wenn es darum geht, ihr den gebotenen Respekt zu erweisen. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Als ich Daranet das letzte Mal sah, suchte sie Zuflucht in einem der Zelte. Ich könnte ohne diesen verdammten Regen leben. Es stürmt, seit wir angekommen sind, und es sieht nicht so aus, als ob es nachlässt. Kann ich euch einige Fragen stellen? Fragt, was ihr wollt. Was geht eurer Meinung nach in Südspitz vor sich? Ich lasse mich nicht auf Spekulationen ein. Warum nicht? Ich kann nur auf das reagieren, was ich weiß. Es ist offenbar so, dass die Bewohner von Südspitz sich selbst und anderen Schaden zugefügt haben. Ja, es scheint, als wären sie alle wahnsinnig geworden. Aber bis ich etwas Genaueres weiß, kann ich nur darauf hoffen, das Phänomen einzudämmen. Wie lange ist es in Südspitz schon so? Vor einer Woche trafen seltsame Berichte aus Eldenwurz ein. Nur Kleinigkeiten. Über Leute, die sich ungewöhnlich verhielten. Doch als eine der Wachen von Südspitz ihre eigene abgetrennte Zunge bei der altmärischen Botschaft abgab, blieb das nicht unbemerkt. Wenn wir nicht so weit verstreut wären, wären wir schon viel früher hier gewesen. Warum seid ihr so weit verstreut? General Endare hat ihre gesamte Kompanie aus Anfurt abgezogen und ist mit unbekanntem Ziel abgerückt. In ihrer Abwesenheit müssen wir die Lücken schließen. Ich habe versucht, Truppen aus dem grauen Morast herzubeordern, doch der innere Rat des Talmor betrachtet die argonischen Flüchtlinge als eine größere Gefahr. In all seiner Weisheit. Was könnt ihr mir über Südspitz erzählen? Vor Jahrhunderten war es eine kaiserliche Festung, doch heute ist es nur noch eine verschlafene Hafenstadt mit einer großen Kathedrale. Ihr werdet hier vor allem Kolovianer finden, die schon seit Jahrhunderten hier sind, und eine Handvoll Waldelfen, die sich nicht allzu viel um den grünen Pakt scheren. Ja, also ich kann euch eigentlich... Ach, da hinten ist sie. Ich kann euch eigentlich empfehlen, die Quest da hinten mit Anganma auch anzunehmen, weil die bezieht sich auch auf Südspitz. Da wir uns jetzt aber erstmal auf die Hauptstory komplett konzentrieren wollten, werde ich die jetzt nicht annehmen, was ich allerdings mal gucken muss. Nee, da ist doch keine Truhe. Dann können wir mit dir sprechen. Hat Hauptmann Elontor euch geschickt, um mich zu verhöhnen? Seid ihr gekommen, um mir zu sagen, dass ich die Arbeit eines dädrischen Fürsten nicht erkenne, wenn ich sie sehe? Dädrischer Fürst? Was für ein dädrischer Fürst? Liegt das nicht auf der Hand? Der Wahnsinn breitete sich in Südspitz aus wie eine Seuche. Und zwar rasant. Nur ein dädrischer Fürst verfügt über solche Macht. Welcher dädrische Fürst? Sheogorath, der dädrische Fürst des Wahnsinns. Ihr habt doch schon von ihm gehört, oder? Das scheint keine allzu große Aufregung auszulösen. Ja, wir haben uns in der Magiergilde schon mal kennengelernt. Ihr wirkt mir nicht sonderlich besorgt wegen Südspitz. Ich bin sogar außerordentlich besorgt. Schließlich ist das hier meine Heimat. Aber ich würde meine Sorge lieber zeigen, indem ich etwas gegen das Problem unternehme. Der Hauptmann wollte seine Späher finden, oder? Wir sollten losgehen. Ihr wollt mit mir kommen? Natürlich. Ihr braucht jemanden, der die Stadt kennt. Und ich brauche jemanden, mit dem ich in diesem schönen Regen einen Spaziergang machen kann. Streiten bringt eh nichts. Ich bekam schon meinen Willen, als ihr noch nicht einmal geboren wart. Oder wollt ihr etwa, dass eine nette alte Dame mehr Tapferkeit unter Beweis stellt als ihr? Konservatorin Daranev aus dem Planetarium? Ja, und? Ihr werdet in Eldenwurz für die Bestätigungszeremonie gebraucht. Eigentlich braucht man mich in Südspitz.
Wenn die Königin es nicht den Launen eines dädrischen Fürsten überlassen will, muss sie warten. Ja, das heißt, wir müssen der Dame mal eben helfen, ihren Kopf durchzusetzen und die Speer zu finden. Die Straßen sind gefährlich. Wir sollten die Wohnhäuser überprüfen. Verhaltet euch nachbarschaftlich. Findet heraus, ob die Bewohner wissen, wo... kein Speer. Und ich hoffe inständig, dass dieser Gestank von einem Tier kam. Ja, von einigen wahrscheinlich, die hier aufgehangen wurden. Oh, da ist noch was gewesen. So, der andere ist... hier auf der Seite. Hier sind keine Späher, nur mein Nachbar. Obwohl dies gewiss ein interessantes Arrangement ist. Ja. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen, unkommentiert. Nee, Moment, da müssen wir nicht hin. Haben die mich gesehen? Die haben mich doch aber jetzt bestimmt gesehen, oder? Ihr werdet mich nicht töten, Daedra. Okay, der muss mich sehen, weil da muss ich jetzt direkt dran vorbei. Ich muss da oben hin. Die Sachen nehmen wir natürlich direkt mal mit. So. Aber es ist noch nicht Zeit. Der Bürgermeister sagte, dass ihr mich nicht vor dem Abendessen verspeisen könnt. Wir sind hier, um euch zu befreien und nicht, um euch zu fressen. Arkay sei gepriesen. Diese ganze Stadt hat den Verstand verloren. Wir hätten Hauptmann Elontor sofort Meldung machen sollen, aber ich habe darauf bestanden, dass wir weiter vorrücken. Wenn wir zurückgefallen wären, dann wären meine Späher vielleicht noch bei sich. Was meint ihr? Die verrückten Leute haben uns zu ihrem Bürgermeister gebracht. Ich weiß nicht, wie er das angestellt hat, aber er hat meine Späher in Bären verwandelt. Bären! Ich dachte, er würde mir das Gleiche antun, aber er hat sich umentschieden. Er meinte, dass mich die Einheimischen zum Abendessen verspeisen würden. Was könnt ihr mir über den Bürgermeister erzählen? Er hat sich selbst in dieser großen Kathedrale eingeschlossen. Ich habe gesehen, wie diese Tore aufleuchteten, hell wie ein Sommerhimmel, und das Licht um sie dann wieder verblasste. Magie hält sie geschlossen. Da bin ich mir sicher. Ich habe genug von diesem Ort. Bitte bindet mich los. Ich muss Hauptmann Elontor warnen. In Ordnung, ich werde euch losbinden. Ich gehe, und das solltet ihr auch. Dieser Bürgermeister scheint ja ein besonders netter Bursche zu sein. Wir sollten uns... Soldaten wurden zu Bären? Leute, die sich selbst in Brand stecken? Und jetzt ein verrückter Bürgermeister, der in der Kathedrale eingesperrt ist. Ich weiß, ich sollte entsetzt sein, aber das klingt alles so aufregend. Was können wir wegen dieser Späher machen? Ach, ich schätze, ich kann die Wirkung der Magie des Bürgermeisters umkehren. Nachdem ich meine Künste so viele Jahre verfeinert habe, sollte das eine leichte Aufgabe für mich sein. Aber wenn wir Bären jagen, brauche ich euch als Köder. Ihr wollt, dass ich der Köder bin? Ich bin eine alte Frau. Und solche Magie erfordert hohe Präzision. Ein Ringkampf mit Bären verringert die Präzision. Verpasst ihnen Ohrfeigen. Bewerft sie mit Stöcken. Und beschimpft sie mit Tiernamen. Ihr müsst ihre Aufmerksamkeit unbedingt auf euch gerichtet halten, während ich den komplizierten Teil erledige. Was können wir wegen des Bürgermeisters machen? Ich habe eine alte Schriftrolle in meinem Kellerlabor versteckt. Wenn wir sie zur Hand hätten, würde es keine Rolle spielen, wie fest die Tore der Kathedrale verschlossen sind. Aber erst sollten wir Südspitz von seinem Bärenproblem befreien, oder? Los geht's. So. Moment, vorne ist auch noch was? Ja, dann machen wir trotzdem erstmal das hier. Kommen wir zwar am Ende nochmal zurück.
Haltet diesen Bären von mir fern! Tu deine Arbeit! Vielen Dank. Jetzt kann ich diesen Albtraum verlassen. Der jetzt gerade hier war, hat irgendwie nicht so ganz verstanden, was hier passiert. Was habt ihr denn damit vor? Dass wir die retten sollen und nicht umbringen sollen. Der hat ja wie wild darauf eingeschlagen die ganze Zeit. So, das ist hier vorne. Nee, nicht im Haus. Ach, hier oben drin, genau. Schlagt ihm den Schädel ein! Haltet ihn von mir fern! Nein, ich schlag ihm nicht den Schädel ein. Ich werde jetzt hier erstmal gucken, was ich hier noch machen kann. Nein, Basti, nicht umbringen! Böser Basti! Böse! Nein! Aus! Push! Nicht umbringen. Oh. Diese Stadt ist am Ende. Flieht, solange ihr es noch könnt. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Jetzt lasst uns in mein Laboratorium gehen. Wir werden diese Schriftrolle benötigen, um in die Kathedrale zu kommen. Ja. Es wäre nur, wie gesagt, schön, wenn die Bären nicht getötet wurden. Auch nicht vor meinem Bastian. So, wir nehmen jetzt erstmal den Weg hier ein bisschen um die Leute rum. Hier immer schön aufpassen, dass ihr nirgendwo stehen bleibt, weil nämlich überall plötzlich diese Blitze auftauchen. Sie sollte jetzt eigentlich was sagen. Das bringt nichts! Raus mit euch! Oder der Blitz wird euch vernichten! Was soll man machen? Wir werden es nicht zu einem Labor schaffen, wenn wir nicht den Blitzschlag aufhalten. Dieses Gewitter ist... ist nicht natürlich. Wie können wir es beenden? Wenn jemand dieses Gewitter heraufbeschworen hat, dann hat er das von irgendwo aus getan, wo er alles in Südspitz überblicken kann. Es gibt einen alten kolovianischen Turm in der Nähe. Er ist neben der Kathedrale der höchste Punkt der Stadt. Schauen wir doch einmal im Turm nach. So, der ist hier oben. Was ein bisschen nervig ist, dass man immer wieder diesen Blitzen hier ausweichen muss. Und eigentlich da auch bei gleichzeitig Gegner hat. Ihr wollt mehr Blitze? Ich habe jede Menge davon. Die Frage ist, macht er das im Turm auch? Ich glaube nicht. Ihr bekommt den Blitz. Jetzt bekommt ihr den Blitz. Okay, er macht's doch. Ich stehe genau mitten zwischen zwei Feldern und krieg's trotzdem voll ab. Das ist auch irgendwie seltsam. Was macht ihr hier? Ich kenne euch nicht. Seid ihr für all das hier verantwortlich? Und was, wenn ich es wäre? Sie nannten mich einen launischen Trunkenbold. Sie meinten, ich wäre zu nichts nütze. Aber jetzt habe ich den Blitz. Und ich werde ihn jedem zu spüren geben, der meinen Zorn weckt. Haltet den Mund und verschwindet! Sonst kriegt ihr einen Blitz ab. So wie alle anderen. Ihr müsst dieses Gewitter sofort beenden. Ich brauche mir das nicht anzuhören. Euch zeige ich's schon, so wie ich's den anderen gezeigt habe. Niemand schubst Rufinus herum. Also ich habe ihn tatsächlich mal über die Kante gestoßen, nebenbei bemerkt. Daraufhin hat sie nur irgendwas gesagt von wegen, das hätte ich euch ja nicht zugetraut, aber so richtig schmunzelnd. Aber wir sagen mal, seid doch vernünftig, wir können über alles reden. Meint ihr, ihr könnt so herablassend mit mir reden? Ich werde euch mit einem Blitz braten. Eure Lungen werden so schnell brutzeln, dass sie platzen wie Maiskörner in der Pfanne. Ich werde euch die Augen aus dem Gesicht bersten lassen. Ihr seid nicht besser als ich. Allen Anschein nach seid ihr am zornigsten auf euch selbst. Wovon sprecht ihr?
Ihr seid so wütend, weil ihr immer anderen die Schuld für eure eigenen Fehler gibt. Ihr hasst die Person, die ihr geworden seid. Ihr habt absolut recht. Ich habe alle abgewiesen und sie dann dafür gehasst, dass sie mich zurückgelassen haben. Danke, dass ihr mir vor Augen geführt habt, dass ich für meine Probleme selbst verantwortlich bin. Es tut mir leid. Das hatte ich einfach nicht erwartet. Wir sollten in mein Laboratorium gehen. Jetzt, wo sich der Sturm auflöst. Aber wir heilen ihn vorher mal ein bisschen hoch. Es sind ja nur 30.000 Leben, die ich ausgleichen muss. Vielleicht überlebt der Kerl das ja. Nein, er wäre natürlich auch sonst nicht gestorben, denke ich mal. Zumindest hat er einen Blitz abbekommen, aber die anderen Blitze sind ja vorbei, so wie ich das sehe. Bis auf den Regen natürlich. So, dann müssen wir den Weg jetzt wieder zurückgehen. Wenn ihr looten möchtet, falls überhaupt was drin ist, dann könnt ihr das auch in Ruhe machen, wenn ihr zurückgeht. Weil auf dem Hinweg zu looten, ich habe es zwar auch schon mal gemacht, aber das ist keine besonders gute Idee. So, einmal zurück ins Labor. So, wo hat sie denn? Ah ja, sie liegt auf meinem Schreibtisch. Genau, da drüben. Seht ihr sie? Ja, sehe ich, aber ich sehe auch noch ganz viele andere Sachen, die wir mal eben schnell einsammeln können. So. Gehen wir zur Kathedrale. Wir sind die Letzten, die der Bürgermeister erwarten würde. Ups. Okay. Die Frage ist jetzt nur, Kathedrale war wieder, ja, das war wieder hier zurück, genau, am Anfang. Ich wusste, dass ihr mich holen kommen würdet. Hallo? Die Gegenstände noch nicht bereit. Ich hab den noch gerade benutzt. Oh Leute, ernsthaft? Ich hätte das schon längst durchhaben müssen. Achso, habe ich auch. Okay. Ist das der Bürgermeister? Wartet, ich erkenne ihn wieder. Ich werde versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen. Ja, dann mach das doch. Wer ist da? Wie seid ihr hereingekommen? Geht, ich möchte alleine sein. Erkennt ihr mich denn nicht, Bürgermeister Aulos? Taranit, dank sei den Göttlichen. Sheogorath war das, er hat das alles getan. Er hat mich benutzt. Und wie genau hat er euch benutzt? Er hat mir Macht versprochen. Den Respekt, der mir zusteht. Aber dann hat er meine Zunge mit Wahnsinn verflucht. Und ließ mich diese Stadt ins Chaos stürzen. Ihr seid sogar für einen Sterblichen erbärmlich. Was? Ihr habt mich gehört. Oh, ich wollte schon immer eine Person in einer Person kennenlernen. Erzählt, wie ist das so? Es tut mir so leid, Sheogorath. Ich dachte, ihr hättet mich verlassen. Auli, ich habe euch eine Zunge überlassen, die die Leute verrückt macht. Aber ich schätze, wenn ihr mein Geschenk nicht wollt, kann ich es aus eurem Mund nehmen und meiner neuen sterblichen Lieblingsfreundin schenken. Nein, denkt daran, was ich hier alles aufgebaut habe. Die wunderbaren Schreie, die ich geschaffen habe. Alles in eurem Namen. Müsste ich nicht euer Liebling sein? Oh, von mir aus. Verzeihung, mein zweitliebster sterblicher Freund. Hey. Es lief gut mit uns, aber jetzt ist die Vorstellung beendet. Gut, ihr kommt endlich zur Besinnung. Wir sollten uns noch einmal vorstellen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich hier in diese Zelle kam. Als ich aufwachte, standet ihr einfach dort, mit schäumendem Mund. Schätzt euch glücklich, dass Sheogorath euch nicht wie eine Marionette behandeln wollte. Im Gegensatz zu mir. Warum sollte Sheogorath euch als Marionette haben wollen? Ich war in Eldenwurz, als ich einige seltsame Gerüchte aus Südspitz hörte. Bei meiner Rückkehr hierher erkannte ich die Zeichen. Doch als ich an meinem Labor ankam, war Sheogorath schon dort und tanzte. Und dann tanzte ich. Danach wurde alles dunkel. Was ist dann geschehen?
Ich sah und hörte alles, was wir taten, aber ich konnte nichts tun. Es war ein Albwachtraum. Mein eigener Geist war mein Gefängnis. Ich rechnete damit, dass er uns beide töten würde. Aber es gibt uns immer noch, nicht wahr? Am besten denkt man nicht zu viel darüber nach. Dem verrückten Gott mit Logik begegnen zu wollen, ist unklug. Was ist denn in Südspitz passiert? Bürgermeister Aulus ist passiert. Er hat immer anderen die Schuld für seine eigenen Fehler gegeben. Aber mir war nie aufgefallen, dass er von Sheogorat berührt worden war. Der einzige Weg, um diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten, ist sein Tod. Denkt ihr wirklich, dass er sterben muss? Er hat die Macht, Südspitz nach seinem Willen neu zu erschaffen, um den verrückten Gott zu erfreuen. Wohin Bürgermeister Aulus auch immer geht, wird Sheogorat nicht fern sein. Ich sehe keinen anderen Weg, außer ihr überzeugt Sheogorat, ihn mit sich zurück ins Reich des Vergessens zu nehmen. Aber es wäre eine Torheit, mit ihm streiten zu wollen. Wir müssen hier verschwinden. Ich wüsste nicht wie. Diese Stäbe sind dicker als Schwertklingen. Wir gehen nirgendwo hin. Anscheinend hat Sheogorat ein paar Umbauten an diesen Katakomben vorgenommen. Es gab sonst nie Gefängniszellen unter der Kathedrale. Könnt ihr eure Magie nicht dazu verwenden, um die Tür zu öffnen? Das habe ich schon versucht. Offenbar hat Bürgermeister Aulus meine Magie irgendwie gebunden. Es ist schon ärgerlich, aber nicht so sehr, wie wenn ein dädrischer Fürst einen durch die Gegend steuert wie eine Kutsche. Wenn sie kommen, um nach uns zu sehen, können wir versuchen, uns den Weg freizukämpfen. Falls sie denn nach uns sehen kommen. Diese Verzweiflung, intensiver als ein Käsesorbet. Wie ich sehe, habt ihr euch erneut mit Daranet vertraut gemacht. Unbekannt, unerwidert. Schon gut, sie wird sich an euch gewöhnen. So wie ich es tat. Was wollt ihr? Bürgermeister Aulus ist wie ein Klümpchen in der Suppe. Eine Fliege in der Molke. Findet ihr nicht? Er hat mein Geschenk völlig verdorben. Er hat es vollkommen vermasselt. Ich habe versucht, ihn etwas anzutreiben. Ich habe ihm sogar eine Heldin zum Vernichten gebracht. Aber er konnte es einfach nicht durchziehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr sprecht über mich. Ich habe euch hierher geführt, damit alles wieder langweilig wird. Und was tat er, um euch aufzuhalten? Nichts. Da stand ich nun in meinem Aufzug als nette alte Dame und er meint, dass alles meine Schuld wäre. Ach, er braucht einfach die richtige Motivation. Was wäre da besser als ein geflüchteter Gefangener, der nach Rache dürstet? Ihr wollt, dass ich ihn töte? Könntet ihr jemanden töten, den ihr liebt? Ich nicht. Nun gut, das ist mir schon vorgekommen. Aber nicht Bürgermeister Aulus. Das wäre zu abgenudelt. Nein. Ich möchte, dass ihr ihn zu töten versucht. Warum sollte ich versuchen, ihn zu töten? Er soll tief in all der Marmelade und den üblen Rückschlägen wühlen, aus denen sein Leben besteht. Er soll einen Samen der Zuversicht finden und ihn zu einem Baum der Entschlossenheit heranwachsen lassen, mit dem er dann euer Hirn zu Brei schlägt. Falls das nicht klappt, ist mir jeder andere Hirnbrei auch recht. Sogar seiner. Ich werde es tun, wenn ihr schwört, Südspitz für immer zu verlassen. Abgemacht! Oh, und eine Sache noch. Daranet bleibt hier. Wenn ihr mich zu sehr langweilt, werde ich sie in eine Ente verwandeln, sie rösten und sie an euch verfüttern. Ganz in Eida gehüllt. Die Ente meine ich. Es ist ein bisschen kühl für meine Eiderhosen. Wenn ihr unbedingt möchtet. Und macht es auf unterhaltsame Art, ja? Nach so langer Zeit in dieser Stadt weiß ich endlich, wo die Kolovianer ihre Pelzkappen haben. So, ich muss hier leider einen... Jetzt habt ihr die Chance, die Misere in Ordnung zu bringen. Geht und kümmert euch um den Bürgermeister. Wenn Südspitz ihn langweilt, wird Sheogorat fortgehen. Ja, halt die Klappe. Ich muss hier leider einen kleinen Cut machen. Ihr werdet davon nicht allzu viel merken. Ich habe gerade schon einen kleinen Cut gemacht bei dem Gespräch, weil ich habe einen Anruf bekommen, dass meine Tochter gerade hitzefrei bekommen hat. Die muss ich ganz schnell abholen und bin sofort wieder bei euch da.
So, da sind wir wieder. Entschuldigt die Unterbrechung, aber wie gesagt, es war sehr langweilt. Hier, ich habe es tut mir leid, Shio, dass ich dich so langweile. Immer die Besten. Tötet mich einfach, Verrückte. Halt! Ihr seid nicht er. Ihr tanzt nicht. Wer seid ihr? Wir sind uns auf dem Turm begegnet. Ihr wurdet vom Blitz getroffen. Wurde ich das? Ich hatte ein paar Humpen. Und dann muss ich wohl ohnmächtig geworden sein. Ich bin vor einer Weile hier aufgewacht. Ich wollte schlafen. Aber ich träumte immer wieder von demselben Mann, der immerzu tanzte. Geht es euch gut? Ich darf nicht schlafen. Sonst tanzt der Mann. Ich möchte nicht mit ihm tanzen. Ich komme mit euch. Seid ihr sicher? Ich habe vor, Bürgermeister Aulus aufzuhalten. Gut. In mir steckt noch der eine oder andere Blitz. Ich werde euch helfen, ihn zu erwischen, damit wir ihm den Schädel einschlagen können. In Ordnung. Folgt mir. So, ob er uns natürlich wirklich eine Hilfe ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe auch Blitze-Intus. Also wenn ich eine Templerin bin. Wir müssen hier hoch und haben hier ein Empfangskomitee. Hallöchen, ich glaube, wir müssen in die Richtung. Einst gewesen und auf immer sei Gefangenenfleisch. Lass! Heiler! Was sollen wir lassen? Das sprecht doch Rest. Einmal zu Ende, Leute. Verteilen! Haben wir gemacht, Unu. So, jetzt gehen wir hier hoch und haben wieder ein Empfang. Raus mit den Augen für den neuen Trank. Ein Geschenk. Freiheit! Oder die Brücke nicht. Ist eingestürzt. Meine Langeweile hat sie weggespült. Ging bis in die kleinsten Ritzen. Oh, ihr könnt einfach keine Pause machen, nicht wahr? Kopf hoch, genau wie die Brücke. Missgeschick ist der Schwager von Freudigkeit, wie man sagt. Warum tut ihr das? Eine wahre Heldin braucht Hindernisse, Herausforderungen, wiederholte tägliche Angriffe. Und den werdet ihr spielen, damit Auli so richtig glänzen kann. Sonst fliegt unsere Abmachung aus dem Fenster. Und wenn sie fliegt, dann daran jetzt Kopf mit ihr. Bis nach Himmelsrand. Bis zu irgendeinem Acker. Mit Beeren, die ihr aus den Augen wachsen. Eine sehr bildliche Vorstellung. Ja, ich dachte beim Gefühl 200. Mal, Mann, wenn ich diese Quest mache, wird sich mal Träumen was ändern. Tanzte. Aber nein, er ist immer noch so fies. Irgendwie. Warum greife ich die eigentlich schon, weil die Tür abgeschlossen ist? Stolziert wenig. Guten Tag. Ich wollte nur mal eben... Was für ein Ding. Dürfen wir eure Eingeweide ausleihen, um eine Wette zu begleichen? Bewegung! Beweg mich doch. Wer war das denn? Hallo? Blute ich aus dem Ohr? Da waren drei Leute. Alles erscheint mir so hell. Komm mal her. Das heißt nichts Gutes. Nein, ich glaube, du blutest nicht aus dem Ohr. Zumindest kann ich nichts sehen. Basti, kümmere dich mal um ihn, bevor er umkippt, ja? Aber laufen kann er noch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ach, heute ist einfach nicht euer Tag. Aber euer Onkel Shiogora kann ihn euch versüßen. Ich kann mich nie zwischen Wahl und freiem Willen entscheiden. Was wird am Ende triumphieren? Aber warum die Sache nicht für mich erledigen? Oder ihr könntet einen Hebel ziehen. Aber das macht uns beiden keinen Spaß. Ihr habt mich gebeten, den Bürgermeister zu töten. Warum spielt ihr diese Spielchen? Das habe ich euch doch gerade gesagt.
Ungezwungene Entscheidungen und der freie Wille sind Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Also könnt ihr entweder gegen einen sehr guten Freund von mir kämpfen oder ihr spielt mit einem weiteren Hebel. Es ist eure Entscheidung. Ich werde gegen euren Freund kämpfen. Wundervoll. Sagt einfach Bescheid und ich bringe ihn her. Ich bin zum Kampf bereit. Freiwille, kommt heraus. Ich möchte euch jemanden vorstellen. So, und unschwer wahrscheinlich zu erkennen wäre dann natürlich, wenn wir einen Hebel gemacht hätten, dass wir dann wieder so ein paar kleinere Ätze einfach nur besiegen müssten. Nicht viel Gusto, aber ein Klecks Begeisterung. Drei Prisen Elan, die Grundzutaten für Mumm Fondue. Was meint ihr damit gekommen, um mich zu töten? Fondue. Es ist ein Geschenk, eine Möglichkeit Wo zu glänzen. Zu beweisen, dass ihr ein Rückgrat habt, das nicht bei der leisesten Berührung bricht. Im Ernst, Auli? Ich finde euch toll. Tollkirschen. Wo war ich gerade? Dass ihr mich toll findet. Dass ihr mich nicht sterben sehen wollt. Euch grausam sterben sehen? Ganz allein und mich dabei kaputt lachen? Das sieht mir so gar nicht ähnlich. Oder doch? Aber ich bin sicher, ihr bekommt das selbst heraus. Bitte, tut das nicht. Vielleicht können wir uns irgendwie einigen. Vielleicht. Allerdings muss man da die richtigen Worte wählen. Ich hoffe, dass ich sie hinbekomme. Das ist nicht gerecht. Ich wollte das nie. Nichts davon. Und jetzt soll ich dafür sterben. Aber ihr seid vernünftig, nicht wahr? Wir können darüber sprechen. Eine Einigung finden. Mir ließ Sheogorath kaum eine andere Wahl. Ihr habt eine Wahl. Ich hingegen nicht. Sheogorath erhörte mich und sagte, er würde mich einen goldenen Pfad hinunterführen. Niemand in Südspitz hat mich je respektiert oder mir auch nur eine Chance gegeben, mein volles Potenzial zu entfalten. Welche Wahl hatte ich denn schon, als ihnen allen zu zeigen, wer ich wirklich bin? Sagt ihr etwa, dass ihr das alles tun musstet? Meine Familie herrschte seit Generationen über Südspitz. Doch nachdem wir alles verloren hatten, wo war da mein Erbe? Keiner verbeugte sich mehr vor mir, wie sie es eigentlich hätten tun sollen. Und deshalb zwinge ich sie jetzt dazu. Das ist die Bürde, die ein wahrer Anführer tragen muss. Ich sollte dafür nicht sterben müssen. Wenn Sheogorath euch nicht ins Reich des Vergessens mitnimmt, dann schicke ich euch selbst dorthin. Halt, das reicht. Ich werde mit ihm gehen, wenn er mich denn haben will. Lasst mich nur versuchen, ihn davon zu überzeugen. Außerdem ist von Südspitz gar nicht mehr so viel übrig. Es wirkt ein wenig aufgebraucht. Findet ihr nicht? Wenn ihr ihn nicht überzeugen könnt, dann seid ihr tot. Sheogorath, ich habe nachgedacht. Südspitz weiß euer Geschenk nicht richtig zu schätzen. Brächtet ihr mich allerdings auf die Schauderinseln, würde ich mich gut einfügen. Ihr wollt dorthin gehen, wo ihr wie all die anderen seid? Wo ihr ein Schinken in einem Haus aus Schinken sein könnt? Nein, ich meine, denkt nur, wie ich euer Geschenk nutzen könnte, wenn ich an einem Ort wäre, der mich wirklich versteht. Nun, ich nehme an, dass ihr gut in meinen Garten passen würdet. Großartig, dann wird nicht getötet. Ich kann euch doch nicht in mein Heim bringen mit mehr Löchern im Leib, als ihr bei unserer ersten Begegnung hattet. Das gehört sich nicht. Ich danke euch, Sheogorath. Vielen Dank. Ich kann es kaum erwarten, mein neues Zuhause zu sehen. Geht schon mal voraus. Ich möchte noch einen Augenblick mit meiner zweitliebsten Sterblichen sprechen. Ah, ignoriert die Grommels, die riechen immer so. Das heißt hier bitte zweitliebste Sterbliche. Ich müsste dein Nummer eins sein. Die Wahl gewinnt wieder. Zerreißt einem wirklich das Herz. Vorsichtig damit. Zieht ihr zu fest, geht das Blut überall hin, aber nicht hoch. Ich bewundere diese Stadt wirklich. Schande, dass ich sie nicht mitnehmen kann. Oh, aber kann ich das nicht? Ich weiß schon, wo sie hinkommt. Wir hatten eine Abmachung. Dem ist wohl so, nicht wahr? Nun, ich denke, ihr habt recht. Auli und ich können ja jederzeit wieder zu Besuch kommen. Vielleicht zur Sturmsaison. Das wäre doch wunderbar. Ja, und wir haben den Kopf von Syrabans Griff bekommen und einen Fertigkeitspunkt. Lasst euch mal wieder blicken. Aber... Oder müssen wir noch mit ihr reden? Oder ist das nur, damit wir die Quest hier weiterführen können? Nee,
Okay, es ist nur, damit wir die Quest weiterführen können. Das ist schön. Ich kann hier allerdings so nicht stehen bleiben. So, das heißt, Daranet wird in das Planetarium zurückkehren und wir müssen das Herz von Anumaril und Rajins Umhang noch bergen. Und zwar haben wir jetzt hier unten eine Stelle und hier oben ist jetzt eine neue Stelle aufgetaucht. Die müssten wir dann auch noch machen. Also waren es doch insgesamt drei Sachen. Warum die vorher nicht angezeigt worden ist, keine Ahnung. Aber wir haben jetzt diese zwei Kreise. Das heißt, das sind unsere nächsten zwei Quests, die wir durchführen werden. Ja, lange Folge, kurze Rede am Ende. Ich entschuldige mich noch einmal für den schnellen Cut zwischendurch. Aber wie gesagt, es war ein kleiner privater Notfall. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr hier wieder zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.